Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Und wir haben Batterien, was bedeutet, ich kann mir ein paar persönliche Akkus machen. Und wir brauchen wahrscheinlich nicht allzu viel Batterien, ist sowieso nur ein Provisorium da. Aber mit den Akkus sollte genau das nicht passieren, dass unser Nachtsichtgerät den Geist aufgibt, wenn es dunkel wird. Letztes Mal haben wir neben den Batterien, und für die Batterien brauchten wir Schwefelsäure, haben wir neben dem auch die roten Chips an den Start gebracht. Und mit denen können wir nun auch dran denken, blaue Fläschchen zu produzieren. Hier, die Rüstung brauche ich nicht mehr. Aber hier ein paar Akkus rein. Sehr schön. Wie viel Platz habe ich denn hier drin? Noch 5. Das heißt, ich könnte noch 5 Solarpanels machen. Das geht sich aus. Und dann brauche ich ein paar mehr Maschinen, damit wir die blauen Fläschchen angehen können. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir ausgeforscht haben, aber wahrscheinlich nicht mehr allzu weit. Ich brauche ein paar grüne. Woran fehlt es uns denn noch? Eisen. Nun, die blauen Fläschchen. 24 Sekunden brauchen die. Das heißt, ich brauche 24 Maschinen für die, nur für die Fläschchen. Dann die roten, die haben wir. Und die Motoren, die muss ich herstellen. Die brauchen 10 Sekunden. Und ich brauche 2 Motoren für eine. Das heißt, ich brauche etwa 20 Maschinen für die Motoren. Okay. Das machen wir wahrscheinlich am besten hier oben. Motoren. Die brauchen Zahnräder. Und denn? Und Rohre. Machen wir das so. Auf der einen Seite produzieren wir Zahnräder, auf der anderen Seite produzieren wir Rohre. Und weiter geht's. Nun sind wir in der schwarzen Forschung.
Okay, hier muss ich ein bisschen einen Trick anwenden. Das Ganze auch so funktioniert, wie es soll. Also, rein, raus. Hier, roter Tunnel. Und dann können wir hier einen gelben Tunnel haben. Und die Tunnel mischen sich dann nicht. So. Und dann ziehen wir mal die Bänder hier hoch. Und wahrscheinlich gehen mir die Fließbänder aus. Yep, schon passiert. Aber wir haben hier ja eine ganze Kiste voll. Und hier. Und hier. Und so. So. Unser Bus, denn das ist es, unser Materialbus, schon ziemlich groß, haben schon einiges drauf. Ich denke, allzu viel fehlt nicht mehr. Und schon wieder alle. Sehr gut. Also, hier brauchen wir Eisen. Eisen, wie immer, Mangelware. Haben von ganz außen rausgenommen. Was jetzt ist der zweite von innen an der Reihe. Und dann brauchen wir wieder einen Sortierer oder einen Balancer, besser gesagt. Dann haben wir von allen vier Bändern rausgesogen. So, und wie ihr sehen könnt, auf diesem Band kein Eisen, erst hier wieder. Und das heißt, hier können wir das Zeug rausknicken und bekommen das dann hier hinten raus. So. Das werden unsere Maschinen sein. Und dann machen wir das so. Ein zweites Band nebenher. Für den Stahl.
Und außenrum bringen wir die Motoren zurück. Aber ich brauche mehr Maschinen. Und ich habe noch nicht mal mit den Fläschchen angefangen. Brauche ich nochmal zwei Tunnels von dieser Sorte. Dann hier raus. Mal schauen, woran fehlt's denn? Stahlträger. Okay. Und jetzt Eisen. Wir werden angegriffen hier unten. Ja, ich spute. Nur keine Panik. Okay, ist wahrscheinlich dieses Nest hier drüben. Das heißt, ich muss mich mal darum kümmern, bevor wir mit den Fläschchen weitermachen können. Denn ansonsten werden wir kontinuierlich angegriffen. Bisschen nach unten und da drüben sind sie. Okay. Okay, drei Spucker. Nicht so schlimm. Okay. Hier nochmals. Ein Turm hin. Okay. Der ist hinüber. Der zweite Spucker ist erledigt. Noch einer. Und das war's.
War nicht so schlimm. Sonst noch was? Hier unten kommt vielleicht bald mal was. Da sind wir am Rand. Sonst sieht es einigermaßen gut aus. Und ich kann mich wieder den blauen Fläschchen widmen. Ist sowieso viel interessanter wie Aliens kaputt machen. So. Ja. Dabei. Das brauchen wir auch auf der gegenüberliegenden Seite. Und auch hier Schienen hin. Hier die langen Greifer. So. Drum. Gut, hier außen brauche ich auch noch was. So. Das sind die Maschinen, die Motoren. Und dann brauche ich mehr von allem. Vor allem mehr Eisen. Jetzt liegt es am Kupfer. Nun denn etwas Abstand. Was brauchen wir hier? Gut. Dann hier bringen wir Schwefel rein. Und natürlich sind die Fließbänder wieder alle.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Schwefel für sonst noch was brauche hier auf dem Bus. Ich glaube nämlich nicht. Keine Tunnel mehr. Dann mache ich das einfach so. Das ist das Erste. Und dann hier unten. Bringen wir die roten Schaltkreise. Du stehst im Weg. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. Hier hinten wieder eine Klippe im Weg. Geht sich geradeaus. Und dann brauche ich Knickarme. Gibt's hier. Und Ausladung machen wir in diese Richtung. Hier wird es ein bisschen unorthodox. Das sollte funktionieren. Gut. Vielleicht brauche ich vielleicht machen sich die anderen hier besser.
So. Ausladung machen wir auch wieder so. Ich denke, hier können wir es so machen. Gut, dann müssen wir das nur noch hier verbinden. Eine Kiste hin. So. Please spend alle. Aber ich glaube, das war es im Wesentlichen von den für die blauen Fläschchen. Muss ich das nur noch am richtigen Ort anschließen. Wo war das? Wo war das? Hier unten. Wunderbar. Und da kommen auch schon die ersten blauen Fläschchen. Super. Wieder ein Wissenschaftspaket erledigt. Nun kann ja nichts mehr schief gehen. Außer, wieso forschen wir nichts? Aber dieser Frage gehen wir das nächste Mal auf den Grund. Bis dann. Tschüss.